Der internationale Jonglierkongress fand 2012 in Waidhofen statt. Gleich zu Beginn wurde das Motto der Convention von Moderator Philipp Matern frostig demonstriert. Dann ging es mit dem italienischen Jongleur Romeo mitten ins grandiose artistische Geschehen. Asaf More aus Israel zeigte die hohe Kunst des Poi-Spinnings, das eine Art Tanz und Jonglage darstellt. Mit Peter und Nikolaus aus Österreich kam auch Slapstick und Comedy ins bunte Treiben. Die Begeisterung des Publikums steigerte Philipp Matern mit Vollkörpereinsatz und Skurril-Moderation. Bis dann die Schweizerin Joëlle Huguenin mit einer Bälle- und Keulenjonglage einen weiteren Höhepunkt auf die Bühne zauberte. Die Waidhofener Local Heroes Drop That brachten auf fantastische Weise Licht ins Dunkel. Auch in der Pause war die Publikumslaune nicht zu bremsen, die Philipp Matern und Petra Kogler mit einer Dirty Dancing Nummer weiter zu steigern wusste. Valerian Capella wurde durch die TV-Show Die große Chance bekannt und steigerte sich mit seiner Diabolo-Show in ein Furiosum der Zirkuskunst. Katja Nikiforova aus der Ukraine verband Skating mit Jonglage auf höchstem Niveau. We'll be right back.
dann das österreichische Jonglier-Weltmeisterteam Jonglissimo, stimmungsvoll und atemberaubend. Im Finale ging es dann richtig zur Sache. Die quirligen fliegenden Körper aus St. Valentin nennen sich The Freaks und machen ihrem Namen alle Ehre. Begeisterung auf allen Linien, bei Akteuren, aber vor allem auch beim Publikum, das den Artisten immer wieder mit Standing Ovations dankte. Welcome back 2013.